Hey Leute, ich bin Snack Perverik. Ja, hier habe ich Basilikum in meinem Gemüsebeet und Kräuterbeet angebaut und ich möchte euch in diesem Video einmal die besten Möglichkeiten zeigen, damit man Basilikum üppig vermehren kann. Ja, eine gute Möglichkeit, die habe ich bereits im Vorfeld gemacht und möchte euch zeigen, was ich da gemacht habe. Das ist die Teilung. Ja, ihr könnt hier sehen, ich habe hier noch eine Pflanze im Topf gelassen und die anderen ausgepflanzt. Dabei war das ja nur eine Pflanze. Und zwar, was habe ich gemacht? Im Prinzip so, wie ich das hier bei dem Schnittlauch auch mache. Gerade wenn man Supermarktbasilikum kauft, lohnt sich das, weil die Pflanzen einfach mehr Platz brauchen als in diesen kleinen Töpfen. Man nimmt die raus, ja, und man teilt sie dann. Ja, man nimmt hier einfach entsprechend dem Wurzelballen ein bisschen auseinander, ja, und teilt dann hier so einzelne Pflanzen heraus. So hat man zwei und die wachsen dann wieder aus, treiben in der Breite aus und vermehren sich dann von selbst. Ja, natürlich ist auch eine Aussaat über Samen möglich. Die Samen kann man zum Beispiel über die Blüte gewinnen. Wie man das macht, ja, über die Samen vermehren, das habe ich euch einmal unter dem Video verlinkt. Eine richtig gute Möglichkeit, die man aber noch hat, das ist die Stecklingsvermehrung. Die funktioniert wunderbar. Man nimmt einfach hier so einen Trieb, ja, der sollte ungefähr, na, wie lang sein, 10 cm abschneiden. Dann die unteren Blätter entfernen und das Ganze bei ungefähr 20 Grad Raumtemperatur in Wasser geben. Das klappt übrigens auch ganz gut mit anderen Kräutern. Ja, und jetzt muss man ca. 10 Tage warten und dann hat der Steckling gewurzelt. Ja, hier könnt ihr jetzt den Steckling nach 10 Tagen sehen. Das geht wirklich ganz, ganz einfach. Man muss nur aufpassen, dass eben das Wasser nicht austrocknet. Es geht übrigens auch hervorragend, wenn man die Stecklinge in feuchte Erde steckt. Auch dort wurzeln sie. Ja, jetzt kann man das hier ganz einfach einpflanzen und dann wird daraus eine neue Pflanze entstehen, die halt ja etwas dann weiter wächst, größer wird. Und so kann man sich Basilikum dann immer weiter vermehren. Ja, ich hoffe, diese Anleitung war hilfreich, hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich sage bis dann, euer Mac Perverik.